Inbound Marketing, immer noch Buchstabe I, it's okay, Interesse. Eine Möglichkeit, Interesse zu erzeugen, ist über einen Blog. Über einen Blog geht das auch ziemlich gut, aber was kann im Blog, was kann ein Blog für Inbound Marketing überhaupt leisten? Bei Interesse, wir haben damit angefangen, Interesse ist Mehrwert liefern. Und das kann ein Blog nur sehr gut, weil ein Blog damit, in der Regel sind damit ja Seiten gemeint, die sich um ein Thema drehen oder um einen Thematikbereich drehen. Ich sage jetzt mal, wenn du zum Beispiel einen Läufer hast, einen Langstreckenläufer oder einen Marathonläufer oder sowas, dann hast du rund das Thema Laufen. Jetzt kannst du für ihn einen Mehrwert bieten an Interesse, indem du zum Beispiel, ja, zum Beispiel könntest du berichten von Strecken, ne, die er nicht kennt. Du könntest Sportartikel testen, die er nicht kennt. Du könntest mit bekannten, prominenten Sportlern sprechen, Interviews machen, die ihn vielleicht interessieren. Alles das erzeugt Interesse. Das wird sozusagen, der Blog wird dann zum Magneten für das Interesse deiner Interessenten. Immer noch nicht Kunden. Also, nochmal, ein Blog so aufbauen, dass da immer wieder Mehrwert drin ist für Leute, die das Thema, der Themenbereich deines Blogs generell interessiert. Also es muss, dein Blog muss sowieso für die brennen. So, und dann hast du noch was, wo das speziell noch für die ein Mehrwert ist, dann hast du sie. Und warum ein Blog? Weil ein Blog, wenn du postest, alles was du postest ist Text. Oder das meiste davon ist Text. Und Text, wenn du dann nur so ein Tool hast, wie in WordPress zum Beispiel dieses Yoast-Tool, dann haust du einfach deine Texte da rein und kannst das mit dem Tool ganz simpel überprüfen, ob das suchmaschinenoptimiert ist. Und dann brauchst du keine extra SEO machen. Nein, das ist notwendig, weil all deine Artikel automatisch SEO-optimiert werden, wenn du das eben guckst. Das Tool zeigt dir an, der Link kommt gleich hier rein. Und das Tool zeigt dir einfach an, so und so musst du dein Wording noch verbessern, so und so musst du das Keyword noch häufiger haben, in der Headline dran. Also wirklich, das ist wirklich für Kleinkinder, hätte ich fast gesagt, für Kleinkinder gemacht. Also ganz simpel. Und dann kann dein Blog auch richtig was reißen. Und ja. Und was dein Blog alles liefern muss, da sprechen wir ein andermal drüber. Jetzt reicht es erstmal, wir sind immer noch beim Thema Interesse vom Inbound Marketing. Neuland Lotze sagt ciao, bis bald und vielen Dank.